Ja, in Japan gab es ein schweres Erdbeben, 9,0 auf der Richterskala und am Anschluss auch noch eine Tsunami. Und folgedessen ist die Beschädigung verschiedener Reaktoren in Japan. Und zwei dieser Reaktoren haben offensichtlich schon die Kernschmelze erlebt. In Fukushima, der Block 1 und der Block 3. Ja, wir sind hier vom Erkundungsbergwerk in Gorleben mit 30 bis 40 Treckern, 300 bis 400 Leuten. Wir haben uns heute hier zusammengetroffen aufgrund der Ereignisse in Japan, um einfach der Bundesregierung zu zeigen, dass es auch in Deutschland nicht weitergehen kann mit Atomkraft und dass wir fordern, alle Atomanlagen in Deutschland abzuschalten und endlich eine Lösung zur Sicherung des Atommülls zu finden. Und wir sind heute hier in Gorleben und demonstrieren für den Ausstieg aus der Atomkraft. Natürlich soll es kein Reflex sein wie die Bundesregierung, die sagt, ja, wir werden die Sicherheit der AKWs in Deutschland überprüfen, sondern unsere Forderung ist schon immer Ausstieg aus der Atomenergie, weil es ist eine unbeherrschbare Technologie. Es übersteigt eigentlich das menschliche Maß, so muss man das sagen. Also wenn eine Industrie nur dann funktioniert, wenn Menschen unfehlbar sind, die sind es eben nicht, wenn Naturkatastrophen ausgeschlossen werden müssen und die kann man nicht ausschließen, das sieht man, dann ist das eine Technologie, von der müssen wir ganz schnell Abschied nehmen. Und Gorleben ist Teil dieser Hybris, denn es gibt ja außer dem Reaktorrisiko, was wir gerade erleben, dass es kein Restrisiko ist, gibt es ja auch noch die Atommüllberge. Und die müssen für 1 Million Jahre sicher gelagert werden, sicher von der Biosphäre abgeschirmt werden. Und das ist ein unmenschliches Unterfangen. Deshalb sagen wir Ausstieg sofort. Was ich aber viel grausamer finde, ist, wir sind jetzt hier 34 Jahre im Widerstand und haben schon die dritte Reaktorkatastrophe erlebt, die statistisch 1 zu 10.000 Jahre stattfinden sollte. Also das ist doch alles Quatsch mit der Statistik. Das Risiko ist real und das verschlägt einem manchmal die Sprache.